Und dann gucken wir mal. Ich habe auf jeden Fall kein gutes Gefühl, vor allen Dingen, weil ich sowieso schon gelb bin. Das ist natürlich scheiße. Deswegen speichere ich auch lieber ab. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Licker. Doch, der hört mich aber, wenn ich so laufe. Ja, so hinterlasse ich fast keine Geräusche. Wenn ich so gehe, ja. Nicht, dass der jetzt hier irgendwo runtergesprungen kommt oder so. War das jetzt hier die Etage? Moment, hä? Stars Büro? Ach so, da muss ich ja hin. Ja, klar, doch. Okay. Ich hoffe nur, dass der jetzt nicht gleich im Duschraum auf mich wartet, weil das wäre sehr eng. Okay. Carlos, ich bin fertig mit dem Computer hier. Ich komme zu dir. Verstanden. Komm du mal. So, das nehmen wir mal eben mit. Dann setzen wir die Batterie ein. Oh, ich habe echt ein bisschen, naja, Panik ist das falsche Wort, aber doch ein bisschen Bedenken, weil ich halt gelb bin. Nee, du sollst eigentlich. Ach so, muss ich anders klicken. Okay. So. Der geht selber entdecken. Sehr schön. Ich glaube, mit Jill musste ich Entdeckung gehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ach, das war hinter mir. Okay. Ich dachte, der wäre ein Zombie. Hier nicht wirklich viel. Kommt da noch einer? In meinem Original hat sich so ein Arsch irgendwo versteckt. Einer nach dem anderen zieht eine Nummer. Wusste doch, da hatte sich noch einer versteckt. In dem Fall halt zwei. Oh, wieso reagiert der nicht, wenn ich A drücke? Sieht immer sehr lustig aus, wenn dann Teile von die Zombies auch in der Tür drin stecken. Ich habe allerdings jetzt so die leise Befürchtung, dass. Kann ich hier auch was nehmen? Dass der Licker jetzt dahinter ist. Ah, hier. Das ist schon mal gut. Okay. Okay, das Problem ist nur, dass ich natürlich jetzt gelb bin. Und viel Heilung bekommen ist natürlich schlecht. Das Darum. Ich glaube, ich nehme mal lieber etwas Heilung. Ich hasse diese scheiß Drecksviecher.
Ich finde die fast noch schlimmer als Nemesis. Ja, okay, das jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ich habe doch... Moment. Sturmgewehrmunition habe ich da nicht mitgenommen. Ich guck mal eben, ob hier in der Ecke noch irgendwas ist. Wo denn? Ach, da! Okay. Ah, perfekt. Gut, sehr schön. So, jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, in der normalen Version kam jetzt hier noch ein zweiter Licker. Kann das sein? Oh Gott, ich hoffe nicht. Also, wir müssen jetzt erstmal zum Stars-Büro. Hier ist aber draußen noch irgendwas. Hä? Steht doch, ich kann hier irgendwas noch einsammeln. Ach, da. Perfekt. Hier auch noch? Ich habe gerade irgendwas leuchten sehen. Ja, das war wahrscheinlich jetzt nur Zufall. Okay. Na gut. Ob es gut ist, weiß ich nicht, aber... Dr. Barth. Oh Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schick einfach die Stars. Die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. RPD ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht. Die bringen all ihre Forscher um. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann. Jo. Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc orten kann. Ja, was mache ich so lange? Ich habe auch nicht mehr viel das Platz, glaube ich. Das wird etwas dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Naja, gut, okay. Vier Plätze haben wir noch. Der PC. Müssen wir da auch etwas machen? Nee, diesmal nicht. Sehr gut, dann brauchen wir nicht hin und her laufen. Blendgranaten. Das ist natürlich blöd. Weil die stecken sich natürlich nicht, wenn ich keine dabei habe. So, schade. Ich hätte jetzt hier gerne mal den Granatwerfer bekommen. Die Karte. Ah, sehr schön. Dann haben wir doch schon mal wieder einiges an Sturmgewehrmunition. Das macht mich glücklich. Und die Karte brauchen wir auch nicht mehr. Können wir also im Notfall wegwerfen. Was haben wir denn hier noch? Können wir an dir vorbei? Nee, ne? Ah, eine Kiste. Eine Kiste. Tun wir erstmal die Granaten weg. Ich weiß nicht, ob wir noch auf den Licker treffen, aber erstmal das erste Hilfespray weg. Das kann auch weg. So, das tun wir mal nach oben. So, dann sind wir doch schon mal ein bisschen aufgeräumter und organisierter. Das ist doch schon mal schön. Und auch ein Erste-Hilfe-Spray. Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite nicht so toll, glaube ich, weil, ja, wie gesagt, wenn man viel Heilung bekommt, dann sollte man theoretisch auch auf viele Gegner treffen. Ah, hier ist noch ein Heilkraut. Wobei mir ein grünes ja lieber gewesen wäre. Ist hier noch was? Ein Brief? Bericht über den Villenzwischenfall. Achso. Dieser bizarre Vorfall ereignete sich in einer Villa der Umbrella Corporation in den Arklay-Bergen. Das Bravo-Team der Stars wurde am 23. Juli entsendet, um eine Reihe von mysteriösen und grausamen Morden zu untersuchen. Aber der Kontakt zu ihnen riss unerwartet ab. Am 24. Juli wurde dann das Alpha-Team ebenfalls entsendet und in die Ergebnisse in der naheliegenden Villa verwickelt. Der Vorfall gipfelte in der Zerstörung der Villa.
Es gab zahllose Opfer. Die einzigen Überlebenden waren 5 Mitglieder von STARS. Die Ereignisse lassen sich auf illegale Biowaffenexperimente im Umbrella-Labor unter der Villa zurückführen. Das T-Virus, das in diesen Experimenten verwendet wurde, konnte die Anlage verlassen. Es wird angenommen, dass die Grundursache all dieser Vorfälle ist. Jedoch wurden alle Beweise zusammen mit der Villa zerstört, was weitere Untersuchungen extrem schwierig gestaltet. Ja, ist ja immer so dann, ne? So, okay, da ist noch was. Ist das Jill da vorne? Da, ja, unten rechts die zweite, das sind wir. Also, Jill. Kann man aber nichts mitmachen, kann man nur angucken. Okay, na gut. Haben wir denn alles hier? Wir haben alles. Tja. Gucken, wenn wir rausgehen. Aber da konnten wir, glaube ich, nirgendwo mehr hingehen, ne? Wir da noch irgendwas machen müssen? Ja, was ist? Entgleist? Jemand verletzt? Jill? Ach, Scheiße. Halt, was? Jill! Jill, was war das? Sag was! Sieh, ich muss los. Tu, was du musst. Ich kümmere mich um Bart. Okay, kriegen wir jetzt dafür so viel Heilung? Ah, okay. Okay, also hinten können wir nicht zurück. Jetzt wollen wir mal eben schauen. Wir sind gesund, fühlen uns aber nicht so an, beziehungsweise sehen nicht so aus. Gut, wir haben nicht viel Schrot. Da ist eine Tür. Möchte man etwas Großes hier hinter der Tür versteckt halten, oder? Nein, möchte man wahrscheinlich nicht, weil da steht eine Speichermaschine. Bitte komm! Carloch! Verdammt, haben wir keinen Empfang. Okay, erste Hilfespray können wir nochmal nehmen. Wie gesagt, ist nie ein gutes Zeichen. Minengranaten. Okay, Minengranaten habe ich bisher noch nie gehabt. Fliegt mit einem eigenen Antriebssystem zum Ziel. Explodiert nach gewisser Zeit oder bei Annäherung. Aha. Okay. Hört sich cool an. Ankündigung zu neuen UBCS-Waffen. Gute Neuigkeiten, Schlappschwänze. Ich habe ein paar neue Waffen für euch, mit denen ihr garantiert eurem Mann stehen könnt. Sie heißen Minengranaten. Ah, diese Schätzchen wurden von der Umbrella Militärforschungseinheit entwickelt und werden euch heißer machen als euer Schatz, der zu Hause auf euch wartet. Sie sind schwer zu finden und etwas knifflig in der Handhabung, aber vertraut mir, sie sind es wert. Okay, schauen wir uns mal die Daten an. Minengranaten wurden für den Gebrauch mit Standardgranatwerfern konzipiert. Versucht ja nicht, sie in etwas anderes zu schieben. Wie auch bei der Größe. Feuert sie gegen eine Wand oder den Boden und sie bleiben genau da kleben. Ah, okay. Der Sensor in der Mine erkennt, wenn sich ein Gegner nähert und explodiert, wenn dieser in Reichweite kommt. Das ist gut zu wissen. Ich hätte jetzt gedacht, man kann jetzt direkt auf Nemesis schießen. Werft sie also einfach einem Gegner in den Weg und ihr habt eine Landmine. Unfair gibt es im Kampf mit diesen Riesenfreaks nicht. Also geht da raus und kämpft schmutzig. Der Typ gefällt mir, wer auch immer das gewesen ist. So, dann haben wir hier auch nochmal diese Minengranaten. Ah, wir haben endlich unser Granatwerfer. Oh, perfekt, perfekt. Ich wollte gerade sagen, haben wir überhaupt noch Platz dafür? Boah, das ist aber auch ein Riesenteil. Krass, das ist echt ein Riesenteil. MGL-Granatwerfer, der verschiedene Geschosse verschießen kann, genau. Der Nachteil ist natürlich, das hört sich jetzt an, als ob Nemesis bald kommt.
Der Vorteil ist natürlich, wir haben endlich den Granatwerfer. Oh, leck mich fett, ehrlich. Okay, haben wir irgendwo noch ein grünes Kraut? Ich denke mal nicht, oder? Ein einzelnes grünes Kraut? Nein, natürlich nicht. Wir haben Sprengstoff A und B. Wir haben noch Schießpulver. 1, 2, 3 normale. 4, 5, 6. Also 6 normale Schießpulver. Ja, eigentlich wollten wir ja auch auf das andere Schießpulver warten. Also auf das Schießpulver, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Das, womit wir Schrot machen können. Aber das haben wir ja nicht mehr gefunden. Das ist das Problem. So, Sturmgewehrmunition haben wir noch. Naja, das Sturmgewehr haben wir ja auch noch drin. Das haben wir ja noch gar nicht verwendet. Oh, ich komme mir gerade irgendwie, ich fühle mich gerade wie ein Gott, ganz ehrlich. So, hochwertiges Schießpulver. Ach, haben wir einmal bekommen. Okay, gut, perfekt. Dann nehmen wir das raus. Können wir das direkt kombinieren? Ja. Zack. Das kombinieren wir dann auch mit dem. Dann haben wir zumindest erstmal zwei Plätze wieder frei, beziehungsweise einen. Und dementsprechend auch wieder was Munition. Ja, das rote Kraut bringt uns jetzt natürlich nichts, da wir hier wirklich nirgendwo ein grünes Kraut haben. Ist ein bisschen blöd, weil hätte ich die dann... Ach nee, das sind alles rote und grüne. Naja, gut. Okay. Ja, schade. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt so ein rotes und grünes rausnehmen soll. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Erste-Hilfe-Spray. Also falls wir nochmal einen finalen Kampf machen müssen, könnten wir die definitiv nehmen. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, was ist denn mit dem Granatwerfer überhaupt? Achso, der ist jetzt anstelle von den Handgranaten drin. Ja, das ist ja okay. Kann man den... Fuck! Das war die falsche Taste. Scheiße. Ich wollte doch nur aufladen. Ich wollte doch gar nicht feuern. So eine Scheiße. Aber ich kann anscheinend nicht aufladen. Untersuchen. Ja, steht nicht drin, was gerade drin ist. Hä? Kombinieren? Geht nicht. Hä? Granatwerfer. Granaten. Die muss ich doch kombinieren können. Was ist denn... Ach, der zeigt mir das dann in hell an, womit ich die kombinieren kann. Steht da auch nicht was wie austauschen oder so? Nö. Hä? Aber das sind doch die gleichen Granaten. Das sind doch die normalen. Und das sind die normalen. Wieso kann ich die da nicht kombinieren? Das wäre jetzt ein Ding, wenn wir den jetzt am Ende gar nicht benutzen können, um Granaten abzuwerfen. Scheiße, ich hätte vorher speichern sollen. Ich wollte doch nur nachladen, verdammte Hacke. Halbautomatischer Granatwerfer, Prototyp, der verschiedene Geschossarten verschießen kann. Das Nachladen, ja, das ist klar. Verstehe ich nicht. Wieso kann ich die denn nicht kombinieren? Kombinieren. Achso, da kann ich nicht direkt, wenn das nicht drin ist. Okay. Das wäre jetzt richtig scheiße. Oder sind da Brandgranaten? Ach, das kann sein, dass das... dass es deswegen rot ist? Nee. Hm. Das verwirrt mich jetzt irgendwie ein wenig. Das verwirrt mich jetzt wirklich richtig. Also die Brandgranaten werde ich jetzt erstmal verstauen. Die, ja, ich weiß nicht, Minengranaten. Die Explosiven sind ja die, die wir eigentlich da drin haben. Das ist halt das, was ich nicht verstehe. Jetzt haben wir zwei davon. Ja, keine Ahnung. Ich lasse es jetzt erstmal so. Ich speichere jetzt erstmal ab, was natürlich jetzt ziemlich blöd gewesen ist.
dass ich jetzt die, ja, dass ich nicht vorher abgespeichert habe, das gebe ich zu. Ja, wir sind jetzt mit einem Granatwerfer ausgerüstet und es sieht auch richtig gut aus an der Jill. Aber es ist trotzdem noch ein bisschen blöd, weil ich nicht verstehe, warum der jetzt die Granaten nicht nachladen will. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Müssen wir ausprobieren. Ich nehme sie erstmal mit, denke ich, und dann werden wir weiterschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Wir machen jetzt hier einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.